gerade vorher wieder reingucken. Martin Echterling von der Stadt Hagen, warum wurden Sie heute hier hingerufen? Ich bin angerufen worden von unseren Kräften im Außendienst. Sie sind hier zu einem Tagesbruch gerufen worden. Da ist einem Fußgänger aufgefallen, dass ein relativ großes Loch im Gehwegbereich aufgebrochen ist. Und wir sind dann vor Ort gewesen, um erste Maßnahmen zu treffen. Erste Maßnahmen bedeutet? Erste Maßnahmen bedeutet erstmal zu gucken, was das für ein Bruch ist, wie groß der ist, wie tief der ist. Also es sind 15 Meter, geht es runter. Direkt an einer Außenwand von einer Sporthalle. Und da wir nicht abschätzen können, wie weit das noch geht oder inwieweit die Straße unterspült ist, haben wir uns mit der Polizei zusammen und der Feuerwehr entschieden, den Bergischen Ring erstmal komplett zu sperren. Der Bergische Ring ist eine Hauptverkehrsstraße für Hagen. In der Nacht bedeutet das jetzt nicht so viel. Betroffen ist allerdings die Feuerwehr. Was bedeutet das? Ja, die Feuerwehr kommt raus und rein, das kriegen wir hin. Für den Verkehr jetzt in der Nacht bedeutet das nicht so große Auswirkungen. Morgen früh müssen wir ganz schnell sehen, dass wir den Verkehr entweder so umläuten, dass es nicht zu großartigen Störungen kommt im Berufsverkehr. Wobei wichtiger ist, dass wir morgen früh erstmal gucken, was jetzt genau für Schäden sich abzuspielen werden. Betroffen war auch ein Parkhaus und die Sporthalle Mittelstadt, da war ja auch Betrieb drin. Was wurde da gemacht? Ja, das war relativ schnell machbar, dass der Trainingsbetrieb einer Mannschaft in der Sporthalle, der wurde unterbrochen, die mussten dann schnell nach Hause. Das Parkhaus haben wir insofern erstmal dicht gemacht, dass die Zufahrt, die hier oben direkt ist, gesperrt worden ist. Es gibt glücklicherweise unten noch eine, dass die Ausfahrt und Einfahrt unten nur genutzt werden kann. Und hier oben spielt sich jetzt erstmal nichts mehr. Besten Dank, Martin Echterling. That's enough.